So, da wären wir wieder und ich verspreche euch jetzt zum dritten Mal oder so, dass wir endlich die letzten Walkreiter umbringen. Aber die sind echt sowas von zäh. Das ist ja schon unser dritter oder vierter Anlauf. Aber gut, hier hinten war noch eine Menge. Buddeln wir uns einfach mal gerade durch. Laufen nicht in irgendwelche Stacheln rein, die nämlich genau hier waren. So, also auch mal geradeaus, bis hier rechts. Oh, oh. Wir sind aber ganz. Oh. Hm. Gut, ja, volle Lebenspunkte. Auf und mitnehmen. Ein Zettel. Ritual des Entschaffens. Hm. Die Auswirkungen des Rituals des Entschaffens sind entweder tödlich oder einfach nicht vorhanden. Okay. Wenn sich allerdings eine Kreatur diesem Zauber gegenüber als verletzlich erweist, verschwindet sie einfach. Sie wird sozusagen entschaffen. Ha, dieser Zauber kostet sehr viele Magiepunkte. Und welcher ist das jetzt? Das da? Ha, wir haben gerade sehr viele Magiepunkte. Also für unsere Verhältnisse jedenfalls. Den probieren wir doch einfach mal aus. Genau, bei dir. Komm her. Jetzt entschaffen wir dich. Oh, wir schaffen nicht mal die Hälfte von dem Spruch. Und unser ganzes Mana ist weg. Ja, super gemacht, Gerugon. Aber wir wissen, es ist mal wieder ein Kampfzauber, den wir nie einsetzen werden. Du wirst hier verrotten. Und eigentlich könnte ich jetzt schon wieder eine Pause machen. Oh, weia. Na gut, Heiltrank runter. Also werde ich auch dieses Versprechen wahrscheinlich nicht einlösen können. Schande auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt, meine ich. Aber vielleicht finden wir noch ein, zwei Heiltränke. Oder noch besser ein Altar. Ein Altar wäre richtig gut. Denn wir haben noch ein paar goldene Symbole über. Wir haben noch diese Yin-Yangs über für Mana. Oder halt keine Heil- und Mana-Tränke mehr. Das ist echt ärgerlich. So, da kommt schon der nächste, aber vorher gucken wir mal. Was ist... Das war das Auge des Einblicks. Damit wurde die Karte aufgedeckt, aber keine Details. Also sowas wie ein Altar oder dergleichen. Also bringt uns das nichts. Wir können die Zeit mal anhalten. Ach ja, das gönnen wir uns. So, flupp. Und er macht nichts. Ja, ist doch gut, dass er nichts macht, denn wir haben keine Lebenspunkte mehr. Und kein Mana. Und kriegt überhaupt Schaden? Ich krieg keinen Schaden. Kriegt er jetzt ganz viel auf einmal? Nö. Das ist ja sinnlos. Also okay, man kann schnell abhauen, aber das war's dann auch schon. Hm. Nee, das hätte ich mir wesentlich besser vorgestellt. Okay, was haben wir noch? Mit Münzen schmeißen. Was war das? Seelenverschmelzung. Das klingt ja auch garstig. Das probieren wir auch mal aus. Wo wir gerade so am Ressourcen und Mana verschwenden sind, verschmelzen wir unsere Seele mit einem Walk. Und wir funkeln. Seelenverschmelzung. Ziehen wir jetzt Lebenspunkte ab beim Schlagen vielleicht? Nö. Hm, was macht das? Wäre es irgendeine Art Schutzschild oder Magieschild? Hm. Okay, ultra vorsichtig Modus an. Denn ich will nicht schon wieder pausieren. Zählen wir mal ganz kurz durch. Oh, hier ist noch Heiltrank über. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, es passt schon. Aber den können wir trinken. Ein, zwei Kräuter. Hm, ja, die brauchen wir auch auf Vorrat. Die können wir jetzt nicht verballern. Wenn irgendwann mal ein etwas garstigerer Endgegner kommt, dann schaffen wir gar nichts. Es gibt ja auch leider keine erneuerbaren Ressourcen. Ah, also was wie respawnende Monster, die Heiltränke droppen oder... Irgendein Händler, der jede Menge Heiltränke im Angebot hat. Da muss man richtig gut haushalten. So. Noch Stacheln.
Also wir hatten ja schon mal einmal auf die Karte geguckt. Ich glaube, hier und da waren noch Räume. Gucken wir mal vorsichtig rein, damit wir keine Stacheln laufen. Genau. Aber die sind ja überall. Oh nö, und ich höre so ein Grrr, Grrr von dieser fliegenden Kugel. Das muss ich mir eigentlich auch nicht unbedingt geben. Vor allem, wenn wir so wenig Lebenspunkte haben und Mana. Ja, ich höre das Geräusch immer noch. Da ist die Truhe. Und da wird die Kugel sein. Oh, wir können ein bisschen hier mitspielen. Also umrunden wir das, machen hier den Weg frei und dann schmeißen wir einfach immer wieder den... Wie, das ist weg. Die Kugel hat unseren immer wiederkehrenden Shuriken gefressen. Was zur Hölle? Sonst haben wir keine Waffen mehr, ne? Hier war nur Questzeug drin. Das ist ja ekelig. Na gut, müssen wir doch die altmodische Methode machen. Schlagen, weglaufen. Aber dem dauert das auch. Nein, nicht. Damit hätten wir uns unser restliches Mana verbraten. Und was ich gerade sagen wollte, war eigentlich. Aber dem Ding dauert das ewig, denn das hat tierisch viele Lebenspunkte. Außerdem weiß man nie, wann es angreift. Also ich zumindest noch nicht. Weil normale Monster holen ja eben mit dem Arm aus oder mit der Kralle oder sonst irgendwas. Aber hier kommt einfach nur so ein Feuerschweif. Und das war's dann im Angriff. Wir sind schwach und unbeweglich. Schon zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Hier wirklich viel Stärke und Beweglichkeit kann dann nicht übernehmen. Oh, das wäre auch noch cool. Ein Gegenstand der Lebenspunkte schneller regeneriert oder Mana. Das könnten wir richtig gut brauchen. Aber kommt es jetzt mir nur so vor oder kriegen wir wirklich weniger Schaden von den Viechern? Oh, es geht. Aber trotzdem sollten wir jetzt nicht unvorsichtig werden. Stirb. Stirb schnell. Stirb ganz schnell. Komm schon. Ja, wirklich viel war da nicht mehr über. 17 Lebenspunkte. Ja. So, schauen wir mal ganz kurz da rein, hinter den Stacheln und speichern mal auf einen neuen Speicherstand ab, nur für den Fall. 31. So, Stacheln. Nee, hier ist nix. Gucken wir weiter runter. Knie nieder, bevor du stirbst. Ah, eine Kugel und ein Ork höre ich auch noch. Nee, das geht so nicht. Das geht so absolut nicht. Gucken wir auf unserer Flucht mal noch eine Kugel. Ja, also, das heißt mal wieder zum Eingang laufen, hochheilen und dann wieder hier rein. Obwohl, als ich gerade mal wieder geladen... Oh, was ist das denn? Ein Gegenstand? Skorpion Nummer 4? Ah. Also ja, als ich mal wieder geladen hatte... Also eben gerade ist mir aufgefallen, dass in der Entfernung, wenn man draußen ist, kann ich mal kurz zeigen. Oh, Waffenstufe, Stichwaffen. Dass da ja kein Berg ist, sondern irgendeine Riese. Da können wir kurz vorbeigucken. Okay, es ist kein Riese, sondern Ettin. Aber ein Ettin mit drei Beinen und nicht zwei, die kenne ich so anders. Der scheint zu pennen und gewalttätig zu sein und der liest lieber. Okay, reden wir mit ihm. Wie ist denn das Wertebefinden? Ich bin Jinx, er ist Bartol. Schön, dich zu treffen. Das war nicht die Frage, Schlaukopf. Ich bin Jinx und nicht schlau... Sei still, Schlaukopf. Und was dich betrifft, sieh zu, dass du weiterkommst. Dürfte ich wohl bitte die Brücke benutzen? Wie höflich. Aber ich denke, nein. Oh nein! Wohin willst du? Na, über die Brücke natürlich. Wohl kaum. Du gehst jetzt besser, sonst wird es nicht bei unfreundlichen Worten bleiben. Genau. Die Brücke muss bewacht werden. Halt den Mund, Schlaukopf.
Wer hat denn den Auftrag erteilt, diese Brücke zu bewachen? Sie nennen ihn Kriegskerl oder so ähnlich. Stimmt's, Bertol? Du sollst nicht damit sprechen, Schlaukopf, sondern es zerquetschen, sobald es die Brücke benutzen will. Nenn mich nicht immer Sautopf. Ich hab keine Angst vor dir, Bertol. Okay. Du brauchst vor gar nichts Angst zu haben, Jinx. Hab ich auch nicht. Nicht mal vor einem Skarak. Was ist denn ein Skarak? Ich zerquetsche stinkende Dinger. Ja, zerquetschen. Zu viele im Schilf. Es wimmelt dort wohl von Skaraks, oder? Einer ist schon zu viel. Du machst nur Ärger. Geh jetzt weg. Ah, also das sind die Skorpione, die wir gefunden haben. Skarak. Jinx, mein Freund. Ich habe etwas, das dich interessieren könnte. Stinkender Skarak! Bertol, ein Skarak! Stinkender Skarak! Bertol, ein Skarak! Das war jetzt nicht nett. Und wir haben nur einen gebraucht. Na gut, einen Sack voller Skorpione zu haben, kann nicht schaden. Zusammen mit einem Sack voll Steine und einem Sack voll Waffen und einem Sack voll Firdefanz. Schild. Oh, und das war kein Fluss mit Wasser, den sie bewacht haben, sondern ein Fluss mit Lava. Na gut, natürliche Selektion am Werke. Schauen wir mal da weiter. Auch wenn wir eigentlich das Schilfding jetzt zu Ende machen müssten. Aber ich habe keine Lust, schon wieder zu pausieren. Also gucken wir erstmal hier. Und wenn ein Dungeon kommen sollte, gibt immer noch einen Weg. Also wenn ein Dungeon kommen sollte, dann pausiere ich halt, regeneriere Lebenspunkte und gehe zurück zum Schilf. Ah, bis dahin können wir die Zeit nutzen, hier mal ein bisschen zu erforschen. Also, da haben wir ein riesiges Kriegsmonument anscheinend. Ist das der Kriegsherr? Mit rauchenden Sklavenkreaturen zu den Füßen? Und hier eine Burg. Das wird dann wohl der Tempel des Mondes sein. Und diese Statue ist hier gar nicht eingezeichnet. Oh, wir sind ganz woanders. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man hier so hochscrollen kann. Also, wir sind bei dem Baum rüber. Das ist hier das Schilf. Das war die Brücke, wo die beiden, also wo der Etten war. Hier ist der eiserne Titan. Oh, es geht ja noch richtig weit. Okay. Ich dachte, das bis hier wäre die Karte gewesen. Also das, der End-Dungeon quasi der Tempel des Mondes ist. Aber ja, dann geht das Spiel wohl doch noch ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Feuerberg, boah, hier ist noch jede Menge. Was ist das da für ein Ding? Ah, ja, ich verliere schon wieder den Faden. Also wir sind mit dem Baum rüber, durch das Schilf. Hier war der Etten. Das ist die Burg, die wir gerade sehen. Und der eiserne Titan ist das Kriegsdenkmal, was ich dachte. Hier ist der Berg des Bösen. Konnten wir da irgendwo hoch? Also Felsenfestung. Da wird es durch die Felsenfestung durchgehen, da lang. Und dann vielleicht zum Auge der Erde. Oder hier hinten rum zum Tempel des Mondes. Na gut, schauen wir erstmal zu dem Titan. Stein nehmen wir schon mit. Ja, definitiv ein neuer Dungeon. Und ich weiß nicht, ob die Ketten uns da wehtun. Durch diese Ketten kann ich wohl durchgehen. Gut, also könnten wir schon, wollen wir jetzt nur gar nicht. Denn ich will eigentlich zuerst den Schilf-Dungeon zu Ende machen. Aber wir wissen jetzt schon mal, wo es weitergeht. Und wir haben sogar die Qual der Wahl zwischen einem riesigen Titan und einer furchteinflößenden Burg. Ja. So, also zurück zum Schilf und dann wird erstmal pausiert und regeneriert und echauffiert und all sowas. Na, wo ist das Schilf? Da ist das Schilf. Gut, gut. Also, abspeichern. Und ich melde mich gleich wieder.